Was ist psychische Spannung oder Anspannung? Ich erkläre es dir. Mein Name ist Patrick Kallert. Die psychische Spannung ist die übermäßige Anspannung, Spannung der Psyche. Dabei manifestiert sich die übermäßige psychische Spannung im Erleben und damit durch die Psyche und andererseits auf der Ebene des Körpers. Es zeigt sich die psychische Spannung also in psychischen Phänomenen und auch in körperlichen Phänomenen. Bei Stress, Emotionen, Verliebtheit und auch Schmerz steigt die Grundanspannung. Das heißt, starke Emotionen lassen die Spannung steigen, sowie auch im Körper. Körperliche Spannung wie Schmerz lassen auch psychologische Anspannung entstehen. Ist die Anspannung permanent hoch durch chronischen Stress, können sich Störungen entwickeln. Körper und Psyche sind nicht trennbar. Dabei ist eine gewisse psychische Spannung für ein aktives Individuum durchaus normal. Unter Umständen ist die psychische Spannung allerdings über die individuelle Norm hinausgehend erhöht und kann mit Leidensdruck einhergehen. Somit können zum Beispiel Panikattacken entstehen. Als Folge der länger andauernden nervlichen Anspannung und der Verlust zu entspannen, treten vorerst Reizsymptome auf, und falls diese also chronisch vorhanden sind, führt die chronische psychische Spannung bzw. die übermäßige psychische Anspannung zur nervlichen Erschöpfung. In der Medizin werden als Folge der chronischen psychischen Anspannung, wie bereits angedeutet, oftmals Funktionsstörungen, etwa betreffend das Herz-Kreislauf-System oder Störungen betreffend des Verdauungstrakt oder andere Störungen diagnostiziert, bei denen die psychische Spannung in vielen Fällen ein Faktor für unterschiedliche Erkrankungen ist. Die psychische Spannung ist also, wenn sie in Übermaßen und zu lange vorkommt, oftmals die Ursache bzw. ein wesentlicher Faktor der gesundheitlichen Störung, wie diese in der Medizin, in der Psychiatrie und in der Psychosomatik untersucht und behandelt werden. Das Gegenteil der psychischen Spannung ist die Entspannung, und dies gilt es zu fördern. Die Anspannung lässt sich messen durch das Biofeedback und somit auch skalieren. Aber wenn du den Eindruck hast, dass deine Anspannung zu hoch ist, lerne zu entspannen. Aber wie? Schaue meine Videos.